Huber, Huber, Hopp. Tick, Tack, Hopp, wer kommt denn da? Das Dschungelleben ist wunderbar. Huber, Huber, seine Strategie, sein Ruf, seine Philosophie. Er hüpft los und schützt sein Land. Ja, er will und ja, er kann. Er rettet seine Freunde und ist frei. Huber, Huber, komm mit ihm dabei. Sind wir schon da? Ja, du kannst die Augen aufmachen. Tada! Oh, das ist ja wirklich wundervoll. Der Agathomas leuchtet geradezu um diese Tageszeit. Das ist meine automatische Bewässerungsanlage für deinen Garten. Ich habe eine Bambusleitung gebaut, über die das Wasser quer durch den Wald bis zum Lager fließt. Oh. Und weißt du was, Tante Diana? Ich habe das alles ganz allein gemacht. Ach. Mein lieber Junge, du bist so erfinderisch und so aufmerksam. Du verdienst einen dicken Kuss. Warte, du hast den Rest noch nicht gesehen. Du hast gesagt, du hast Rückenschmerzen. Jetzt musst du kein Wasser mehr rumschleppen. Einfach unglaublich. Ach, das ist nicht so schwer. Man braucht dafür nur genügend... Oh, Felicita. Nein, halbierte Bambusstangen. Hector, das ist ein Felicita Altimus-Ableger. Diese Orchidee wächst nur an den höchsten Ästen der höchsten Bäume von Palombia. An der Spitze dieses Baumes wachsen wahrscheinlich hunderte davon. Ich werde das sofort untersuchen. Ja, Tante Diana! Huber! 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 Huba, Huba. Oh. Huba. Nein, mir geht's gut, wirklich. Hervorragend. Huba. 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 Okay, es ist nur, Tante Diana ist wirklich toll und so, aber manchmal wär's mir lieber, wenn sie nicht immer so vertieft wäre in ihrer Arbeit. Huba. Endlich zeigt mal jemand Interesse an meiner Erfindung. Ja, was hast du vor? Olli! Ja, Madame? Wenn ich das nächste Mal nach draußen gehen soll, dann tu mir den Gefallen und stell ein paar Wände auf. Und schalt die Klimaanlage ein, ist das klar? Also, es stellt sich die Frage, wie sollen wir Palombia erobern, wenn wir davon ausgehen müssen, dass unsere Traktoren im Schlamm stecken bleiben und unsere Kettensägen im Regen verrosten? Olli, steh nicht so untätig rum, du erinnerst mich an meine Mutter. Tu was gegen dieses Vampirinsekt, das mich belästigt. Okay, Chef. Oh, würdest du dir freundlicherweise eine andere Methode einfallen lassen? Vielleicht eine, die uns nicht in Stücke reißt? Oder ist das zu viel verlangt von einem Spatzenhirn wie dir? Bauwan, ich verspreche dir, wenn du mich in diesen mückenverseuchten Sumpf im Niemandsland gebracht hast, um irgendein moderne Kunstdingsbums zu enthüllen... Nein, im Gegenteil. Das ist Technik vom Feinsten, zukunftsweisend. Und sie werden das Teil lieben. Wie bereits gesagt, um den widerlichen grünen Dschungel platt zu machen, brauchen wir eine echt effektive Maschine. Hm. Deshalb präsentiere ich Ihnen voller Stolz und mit großer Zuversicht den Entwalderator. Das sieht aus wie eine fette, metallene Kakerlake. Das trifft es genau. Oh. Nein, 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 nein. Das Gerät ist organisch-bionisch, entworfen nach dem Vorbild der Natur. Hm. Um sie besser zerstören zu können. Die neueste Technik aus den Absan-Robo-Laboren. Unzerbrechliches Skelett aus Titanoflex, hydroelektrische Muskulatur. Videokameraaugen, frei programmierbare Spracherkennung. Frei
vollprogrammierbare Spracherkennung. Voll ausgerüstet für die Zerstörung des Dschungels. Ausfahrbare Krallen. Alles extrem hart beschichtet. Sein elektronischer Verstand ist fähig, alles zu lernen, ohne unser Zutun. Alles, was wir zu tun haben, ist, ihn in den Dschungel zu schicken. Seine Zerstörungskraft wird selbst unsere kühnsten Vorhersagen weit übersteigen. Mein kleiner Bauwahn. Du bist ebenso kreativ, wie du hässlich bist, das muss ich sagen. Das Ding ist erstaunlich. Etwas zu erfinden, das der Zerstörung dient. Ich liebe es. Es ist ihre Schönheit, die mich zu solch großen Taten inspiriert, Madame Absa. Ein kleiner Schleimer bist du. Olli! Du trägst zwar eine Menge Waffen rum, Olli, aber du hast nur den IQ einer Auster. Wir läuten mit dem Endwalderator ein neues Zeitalter ein. Ich hoffe, du schaffst es, da mitzuhalten. Ich erwarte die Ankunft einiger Investoren. Sie werden mit dem Wagen durch Palombia fahren auf einer schönen neuen Autobahn. Und ich werde sie dazu bringen, einen sehr vorteilhaften Vertrag zu unterschreiben. Zu Diensten, Madame Absan. In einem Monat wird alles fertig sein und... 10 Tage. Du hast 10 Tage, um hier alles platt zu machen. Und tu was gegen diese Mücken. Okay, Rator, es wird Zeit loszulegen. Wir werden die Chefin beeindrucken und dann wird sie mich auf den zweithöchsten Posten der Absan-Handelsgesellschaft befördern. Siehst du, Rator versteht einfach alles. Oh! Haha, ja! Und er macht echt tolle Löcher! Sag mal, Olli, wie lange hast du gebraucht, um zu lernen, wie man mit einer Kettensäge umgeht? Haha! Mein Endwalderator hat bereits über 100 Bäume gefällt. Der Rator ist die Zukunft. Ist dir das klar? Du, mein erbärmlicher Olli, bist Teil der Vergangenheit. Diana schnarcht heute um einiges lauter als sonst. Gute Nacht, Hector. Gute Nacht, Tante Diana. Gute Nacht, Masu. Träumt was Schönes. Wir sehen uns morgen. Nach, wer diesen fürchterlichen Lärm macht. Oh.
gemacht, Masu. Du hast das Ding lahmgelegt. Masu, das ist ein Roboter, der Bäume fällt. Ganz bestimmt im Auftrag von Felicia Absan. Huba! Siehst du, er sieht genauso aus wie sie. Huba, Huba! Nein, er ist nicht auf einmal nett geworden. Er funktioniert noch nicht richtig. Wir müssen vorsichtig sein. Huba? Du willst ihn zum Lager bringen? Aber er wird dort sicher alles kaputt machen. Tante Diana! Ja, Hector? Felicia Absan hat einen furchtbaren Roboter geschickt, um den Dschungel zu roden. Masu meint, er ist ein Freund und ist mit ihm unterwegs zum Lager. Was sollen wir machen? Tja, wir flechten ein Seil aus Dschungelreben. Das ist der einzig logische Weg, um zur Spitze des Baumes zu kommen. Huba, Huba! 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 Papa, Papa, Papa. Huba! Oh, Baby. Hubi. Baby, 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 Baby. Oh, ich kenne einen Masu, der nicht auf diesen Roboter reinfällt, der den Dschungel roden soll und auf einmal so nett tut. Huba! Baba, 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 Baba! Huba! Oh nein, nicht Frau Masu auch noch. Ich bin kein Knotenspezialist. Masu ist einer. Und wo ist er, wenn ich ihn mal brauche? Er macht Spielchen mit seinem neuen Freund, dem Dschungelterminator. Ich will dir nur noch mal zeigen, wozu dieser Roboter fähig ist. Er tut so, als wäre er nett, aber Felicia Absan hat ihn geschaffen, um Palombia zu zerstören. Siehst du? Huba! Huba! Hast du vielleicht ein Problem? Nicht so schnell, du Ansammlung von Muskeln. Mein Rator ist fähig, sich selbst zu reparieren, hörst du? Wundervoll. 199, 98, 97. Ist das der Countdown zur Eröffnung meiner Autobahn? Nein, Chefin. Der Roboter pflanzt die Bäume wieder ein. Moment. Rator ist eine sehr diffizile Maschine. Ein paar Fehler am Beginn einer Operation sind ganz normal. Aber seine Batterie wird bald schwach. Dann muss er zurückkommen, um sie wieder aufzuladen. Dann können wir ihn testen, neu kalibrieren, an der Feineinstellung drehen. Oder wir sprengen ihn. Olli, wenn dieser wandelnde Werkzeugschuppen in 24 Stunden nicht funktioniert, dann bumm! Verstanden. Wird erledigt. Huba, Huba! Ich
Ich muss Tante Diana helfen, auf ihren Baum zu kommen. So wie es aussieht, hast du ja genug Spaß ohne mich. Buba! Oh, es hat sich schon wieder verheddert. Oh. Hä? Hey, mein Plan! Wow! Danke! Dieser Roboter ist unglaublich. Er hat ein Programm, das es ihm ermöglicht, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Das ist das erste Mal, dass Felicia Absan etwas Intelligentes erfunden hat. Nicht Felicia, Felicita Altimus. Nachdem du jetzt zur Familie gehörst, müssen wir dir einen Namen geben. Huba! Nein, das hört man schon viel zu oft. Hey, wir müssen was Einfaches finden. Etwas, das jeder hier aussprechen kann. Duba? Duba! Duba! Das müssen wir feiern! Duba! Duba! Duba? Vielleicht braucht er Hilfe. Duba! Duba! Rator, die Chefin hätte mich beinahe an den Füßen aufgehängt. Du darfst nie wieder einfach so verschwinden. Wie hübsch wir doch sind. Oh, du bist auf das gelbe Monster gestoßen und auf diese furchtbaren Öko-Camper, stimmt's? Haben sie dir was getan, mein kleiner Rator? Also, wie sieht's aus? Ist das etwa eine Blumenkette, was du da in der Hand hast, mein kleiner Olli? Der Roboter ist auf die Seite des Feindes gewechselt. Er hat Freundschaft mit diesen Marso-Dingern geschlossen. Oh, Madame. Bauban, du bist ein Genie. Den Entwalderator als trojanisches Pferd einzusetzen, um diese lästige Zelle des Widerstands in meinem Imperium zu unterwandern, ist brillant. Hinterlistiger Teufel, fast hättest du mich dran gekriegt. Oh. Sag nichts, lass mich raten, was du als nächstes vorhast. Wenn du seine Batterie aufgeladen hast, schickst du ihn wieder zurück zum Lager, damit er es zerstört, richtig? Und der Entwalderator bringt mir dann all diese seltsamen Tiere, diese Marsus. Ob tot oder lebendig, ist egal. Hauptsache, ihr Fell ist in Ordnung. Wie soll ich sagen, Sie? Sie haben mir die Worte direkt aus dem Mund genommen, Madame. Hä? Oh, oh. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Madame, es ist soweit. Rator ist unterwegs, die Funkverbindung zu ihm steht. Der Simulator ist in Bereitschaft. Wir können also loslegen. Ich liebe Simulatoren. Madame, würden Sie sich die Ehre geben? Ruhe und Action. Oh, wie realistisch, Bauwagen. Das Neueste in puncto dynamischer Simulation. Das kommt bald in Ihre Vergnügungsparks. Super! Masu, warte! Ah! Mann, ist das grässlich! Keine Angst, meine Liebe. Das ist nur ein Film sozusagen. Ja, aber er ist so interaktiv. Ich will, dass er angreift. Nein, warten wir damit, bis er im Lager ist, bei der ganzen lästigen Familie. Rubi, Bibi, Bobo, Bibu, Duba, Duba, Duba. Was für ein außergewöhnlicher Augenblick. Sie sind so voller Freude und so überflüssig. Kann ich den Knopf drücken? Ab dafür, Baby! Felicia hat ihn neu programmiert, damit er angreift. Masu, gib ihm einen auf den Kopf, wie beim letzten Mal. Oh!
Vielleicht habe ich das mit dem Realismus ein bisschen übertrieben. Bauwahn! Warum bewegt er sich nicht mehr? Er wird sich selbst reparieren. Ja, wundervoll. Einfach perfekt. Du bist so nah dran, zum niedrigsten Angestellten der Absan-Handelsgesellschaft herabgestuft zu werden. Zu einer wertlosen Null. Ich schicke Ihnen eine Nachricht. Ich würde zu gern Ihre Gesichter sehen. Da, Rator schickt uns eine Nachricht. Ihr habt verloren. Ihr seid totale Loser. Es ist vorbei, du Null. Das ist nur eine Maschine, die Befehle befolgt, Masu. Das bringt mich auf eine Idee. Aber als erstes lösche ich mal die Koordinaten von unserem Lager. Den sehen wir nie wieder, aber er wird uns noch einen letzten Gefallen tun. Komm schon, Masu, sei nicht traurig. Huber! All die Natur hier macht mich ganz fertig. Dass keine Decke da ist, macht mich auch fertig. Aber ich will sehen, wie du diese schreckliche Maschine in die Luft jagst, Olli. Ziel ist in Sicht, Chefin. Das Ding wird doch nicht etwa... ich meine, es wird mich doch nicht... angreifen wollen. Okay, Chefin. Funktioniert, Tante Diana. Wie ist es da oben? Felicita Altimus. Oh, meine Schätzchen. Sie sind wundervoll. Huber, Huber, Hopp. Mama, Mama, Mama.